Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Clubs. Dirty Dailies ist wieder da und das 24er Update ist da. Wir dürfen Polen, Lettland, Polen, Lettland, Polen, Lettland fahren. Aufgeteilt in zwei Videos. Ist das nicht was? Wir gehen rein. Besonderermaßen geht's wieder einmalig hier rein in die Fahrzeugwahl, denn die Autos sind da. Hallo, guten Tag. Oh, übrigens, wie gut habe ich denn bitte das 2024er Dienst eingetroffen? Also bis auf, logisch, die Sponsorenbeklebungen, wo ich ein bisschen mogeln musste, ist das doch alles sehr gut geworden. Was mir nur auffällt, ist halt vorne, unter den Vorderlichtern, dass mein babyblauer Haken nach unten durchhängt und beim richtigen Design nach oben. Und das Babyblau ist ja ein bisschen dunkler getroffen. Ich bin da ein bisschen hell unterwegs. Leute, so viel vom Design geredet. Dann nehmen wir nicht. Ja! Die 80. Rallye Polen. Dzień dobry. Polska. Das war's mit meinen Polnisch-Kenntnissen. Witzigerweise, es sind an sich die gleichen Autos wie 23, nur eine andere Lackierung. Aber wir können nicht die 23er Setups auch für das 24er benutzen. Was ich noch irgendwann mal machen müsste, wenn es dann in einem Club-Event, in einem richtigen Club-Event drankommt, einfach von 23 auf 24 die Daten übertragen und gucken, wie es dann funktioniert. Shakedown, brauchen wir einen Shakedown? Nee. 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 Shakedown ist ja für Kackloops. 18,5 Kilometer. Es ist direkt die längste Stage, oder? Die wir in Polen haben. In Zwierdianio. Ja, sehr gut. Und wie immer muss man hier wieder X drücken. Ist das frech. Start 170, Kuppe. Riesenheck, es ist wirklich ein Aufbau hinten. Einfach eine riesige Wand. Ja, Polen typisch. Wir sind am Arsch der Welt. Irgendwo zwischen Kartoffel- und Rübenfeldern. Es könnte auch Salzgitter sein. Naja, wir gehen rein. Was ich ganz hart vermute ist... Ob hier nicht ein neuer Sound drin ist für die Autos. Aber ich kann mich auch irren. Kuppe und leicht rechts. Über Welle 80. Welle und Kuppe 150. Langsam. Kuppe und 5 rechts kurz. In 3 links scharf. 140. Auf jeden Fall Obacht in Polen. Gibt es richtig viele kleine Minikanten links und rechts vom Weg. Das heißt, hier muss man wirklich präzise fahren. Nach der Stage kommt ja dann Lettland dran. Da ist einfach reinhalten angesagt. Das ist wirklich ein Fest. Langsam, 5 rechts, 70. Späte 4 rechts, halb lang, schneiden. In Kuppe, in 5 links, lang, 40. Links über Kuppe, 100. Leicht rechts. Ein bisschen Vorkenntnis habe ich. In 5 rechts über Kuppe. Macht auf 70. Gab ja direkt am Release-Tag von mir den großen Probestream mit was kann das Update? Und 3 rechts, halb lang nach zu, 140. Lang Kuppe, 170. Deshalb alle Stages habe ich schon mal durchgeprügelt. 5 links, mach zu, 120. Und alle Autos. 5 links kurz, 70. Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt schnell bin. Kuppe in 5 rechts. Übrigens, die KI ist wirklich schnell. Und 4 links kurz. Die haben sich hier mal wirklich zeitentechnisch richtig geboostet. In 5 links über Kuppe, 80. Späte 3 rechts, macht auf, 70. Welle. Und 4 links, langsam, 60. Abzweigung scharf rechts, auf Kopfstein. Und 6 rechts, lang, 60. Was ich schon im Stream gesagt habe, mein kleiner Lieblingspart hier in Polen. Wie das kleine Dorf so ein bisschen die Charakteristik 90, aufbricht. Brücke, 80. Und das war es auch schon wieder. Links, verdeckt, aber der Asphaltpart, okay, gut. Und rechts über Kuppe, 70. War irgendwo noch mal länger. Rechts, 40. Kleiner Sprung, 60. Aber wie gesagt, 6, zwei neue Rallye-Länder, die werden uns auf jeden Fall jetzt 6, sehr penetrant 6, in Zukunft begleiten. Weil jedes Club-Event natürlich da jetzt reinhalten will. Rechts, kurz und leicht links, in Kuppe, sofort 2 rechts und 3 links, lang, macht auf.
Und ich bin gespannt, wann danach wirklich noch die Moments kommen für Polen und Lettland. Weil das sind ja zwei Rallye-Länder, die wurden ja schon gefahren. Aber jetzt aktuell Chile Rallyes vorbei. Und jetzt gibt es auch in Moments die Chile Rallyes. 60. Kuppe 30. 3 links um Wallen und 5 rechts in links über Kuppe. 60. 6 rechts, nicht schneiden, halb lang, langsam, 130. Das ist der größere Dorfpart. Abzweigung scharf links um sehr Wallen, cool. 30. Leicht rechts, 70. Abzweigung 5 rechts auf Schotter, 90. 6 rechts, in Sprung, rechts halten, 60. Kuppe, dann kommt doch gleich der Crazy Cut, links. Oder? Und 2 rechts, 30. 2 der Cut, der richtig scheiße ist, 40. Den ich aber immer wieder befahre, weil ich einfach unfähig bin. 4 rechts kurz, 50. 5 rechts über Kuppe. Aber ganz typisch, links, wo ich gestreamt habe. Alles neu, alles noch nie gefahren. Und ich habe gottlos reingehalten. Zu 50. War natürlich nicht so erfolgreich. 6 links über Kuppe, innen und 5 rechts. Aber auch ganz 120. Zum Schluss, wo ich die Stages hinbekommen habe. 4 rechts kurz über Kuppe, und wirklich fehlerfrei gefahren bin und auch noch schnell. Wo ich halt immer noch mit 10 Sekunden bei der kürzesten Stage 140. In Estland von der KI gestompt. Sei es mit dem neuesten WRC2 Moped von Toyota oder der. 60. Ich würde sagen, mittlerweile zweitbeste WRC2 Moped, der Skoda Fabia S. Achtung, 6 links, lang in Kuppe. Und trotzdem war ich einfach clean 10 Sekunden hinter P1 gegenüber der KI. Oh mein Gott, die Kurve. 50. Fun Fact, die habe ich schon im Stream fahren. Bin die zweimal gefahren. Zweimal ein bisschen fahren. Lang Kuppe, 130. Es gibt so Kurven, egal wie oft man sie fährt. 50. Es fühlt sich jedes Mal an wie das erste Mal auf die negative Weise. 4 rechts, nicht schneiden. Und 2 links, innen. Und 2 rechts kurz. Mauer innen, 80. Leicht links über Kuppe, 150. Langsam. Abzweigung, kehre links, um Ballen. 100, 4 links kurz, 50. Was wir dann auch noch bestimmt in der Folge fahren werden, ist der WRC2 Yaris. Und das Ding fühlt sich an, als es Motorradmotor hätte. Das Ding hat überall Drehzahl. So fährt sich, hat sich gefühlt, ist das ein bisschen wie dieser McRae R4, den es hier gibt. In der Gruppe A ist das, glaube ich, das Auto. Späte 5 rechts, 280. Langkuppe, Welle, 200. Langsam. Abzweigung, 2 links, um Ballen. 140. Auf jeden Fall gab es am Release-Tag, wo ich es streamen wollte, aber auch gestreamt habe, echt von meiner Seite ein bisschen Verwirrung vor dem Stream. Es hieß, 18 Uhr kommt es. 40, 3 rechts, 160. Und dann war es 18 Uhr und ich habe auch schon die ganze Zeit davor geguckt. Auf Update überprüfen, ist nix, Kuppe, ist nix, 90. Ist nix. Hey, wann kommt das Update? War doch 18 Uhr, ich will jetzt zocken. Sehr lang, mach zu. Ganz Zeit für Werbung gemacht, dass ich an dem Tag streamen werde. Und auf einmal, wo ist Update? Kuppe, langsam, und dann gucke ich, ist ein DLC. Abzweigung, ich muss es kaufen. What the fuck? 200. So, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ein DLC sein wird und ich muss es kaufen. Langsam in Kuppe. Ich war noch nie, also ich habe nicht schneiden. 50. Ich habe noch nie schneller auf Shut Up and Take My Money gedrückt, 70. Wie bei diesem DLC. Also, aber so natürlich kostet das. Ist halt nicht ein neues Spiel, aber ein Update für, als wäre es ein neues Spiel. Das, was man sich eigentlich jahrelang für FIFA oder Formel 1 wünscht. Macht zu und links über Kuppe, 30. Rechts über Sprung, 40. Sprung. Da habe ich gottlos reingepayt und dachte, ja gut, dann haben die es halt hier rüber geregelt. Und dann, wo ich das Spiel anmache, steht, die neueste Version ist verfügbar. Es gibt doch ein Update. 10 nach 18 Uhr. 140.
Und dann wieder alles ausmachen, Update 60. warten, Stream verzögert sich noch länger. Ach, das war so ein Hin und Her. 120. 6 links, über Welle. Und kleiner Sprung, 50. 5 rechts kurz, über Kuppe, innen, 100. Links über Welle. Und 6 rechts, 80. Kuppe, 90. 6 links, auf Asphalt, langsam, 60. Kuppe, in 5 links. Asphalt 50. Ist gruselig mit Schotter-Setup. Abzweigung, kehre rechts, auf Schotter. Und 4 links, 30. Rechts über Sprung, 40. Das ist echt ein sehr spitzer Winkel. In leicht links, langsam, Sprung, 120. Abzweigung scharf rechts. 120. Spät, 5 links über Sprung. Oh, Hälfte noch. 100. Welle. In 5 links, macht zu, in Sprung. Wer war der Crazy Cut in Estland? Rechts über Sprung. Es fühlt sich halt sehr ähnlich an. Aber ich sagen muss, in Polen, das habe ich auch schon im Stream gesagt, der Untergrund fühlt sich sehr geschmeidig an. Als würde man auf einer Wolke fahren, es ist wirklich keine... 5 links, 40. Oh, ich muss da wieder rüber. In späte 2 rechts, 100. Das macht die Sache jetzt weniger schnell. Ah, ich bin gefangen! 30 Sekunden. Oh! Aber das war die Stelle, wo ich auch episch gefailt bin. Okay, das ist eine Zeit von 9 Minuten. Die Szene kann ich aber kurz reinblenden vom Stream. Die habe ich mir natürlich aufbewahrt. Wo ich schön mit dem Heck auch kurz vor Schluss reinslide und das Auto wird einfach von der Landschaft gefressen. Anders kann man es nicht betiteln, einfach das Heck wurde richtig schön ins Maul der Landschaft gejagt. Oi, die Woche fängt scheiße an. Platz 167. Für 30 Sekunden? Oh Gott, hier haben wir alle Strafen. Aua. Aber ich muss mal gleich gucken, wo wäre ich? Sagen wir minus... Ohne Fehler, also ohne diesen groben Fehler zum Schluss. Ja, ist trotzdem schlecht. Obwohl, jetzt machen die Zeit nicht so Riesensprünge, aber so an sich. Ja, ist trotzdem schlecht. Perfekt. Sehr gut. Ich bin einfach zu langsam. Vielleicht hatte ich auch durch den Stream zu viel Angst für die Rallye Polen. Aber zum Glück sind wir jetzt in Lettland. Hallo, guten Tag. Und mit einer neuen Soundqualität. Was zum Teufel? Ist das etwa ein neues Headset? Nun, sagen wir einfach ja. Es kann auch einfach sein. Weil einfach ist. Edeka, was? Achso. Schon wieder ist verdüppelt, X zu drücken. So. Start 120, 3 rechts. Oh, wir starten auf, Asphalt. Übrigens, diesmal der Ford. Fahren wir Ford. Deshalb Handbremse, Kupplung und rein in den überarbeiteten Sound. Er wurde nämlich tatsächlich überarbeitet. Genau wie das Handling-Modell. Späte 4 links, Überkreuzung. 130, über Brücke, auf Schotter, Abzweigung scharf rechts. Und 6 links, 30. 6 rechts, 90. 6 links, in Kuppe, 120. Kleiner Sprung, in sofort 5 links, macht auf, 70. 6 rechts kurz und links über Kuppe. Geil. Und späte 4 rechts, macht zu, 40. 4 links über Kuppe. Und Welle, 70. Leicht links, über Welle, 80. Achtung, Kuppe, in 4 links, 30, 3 rechts scharf, innen, 40, leicht links über Kuppe und 6 rechts. Und komplett reinhalten. Links, über Kuppe. Übrigens, mit 17 Kilometern ist das wieder 40, die längste Stage. 80. Ziemlich traurig, spät, aber wahr. Links über Kuppe, nicht schneiden, 80, leicht rechts, 90,
6 rechts, über kleinen Sprung. Oh, das war links, Lucky Me. Welle, 70, leicht rechts, lang, über Welle, 40. 5 links, kurz über Kuppe, bremsen, 40. 3 rechts, in Welle, 70. Späte 4 links. Und Kuppe, 100. Bremsen, leicht rechts, und 3 links, halblang mach zu. Und rechts über Kuppe, 30. 4 rechts kurz. Und 4 links übersprungen, innen. Ach, wir sind zu früh. Die Kuhle lenkt mich. Kuppe, 160. Aber der Vorsound, der ist ja unfassbar geil. In 4 rechts, lang, in Welle, 50. 4 rechts. Nicht nur den besten Cockpit-View oder Blick, auch und leicht rechts, 40. Den besten Sound bis links, jetzt. Wir haben aber noch nicht den Hyundai gefahren. Allerdings nur noch nicht, weil der zum Schluss dran kommt. Für mich fühlt sich der Hyundai an wie ein Auto, den es schon lange gibt. Einfach nur, weil ich dafür schon die 24er Lackierung gehabt hatte. Weil Livery Detour. Kleiner Sprung, 150. 6 rechts übersprungen, macht auf, lang. 160, langsam. 5 links, halb lang, macht zu. Und Abzweigung, scharf rechts, 30. 6 rechts über Kuppe, 80. Rechts über Kuppe. Bisschen zu früh gebremst und dann nochmal ganz leicht Gas geben, aber nicht zu viel, weil sonst wäre der Boost weg. Leicht rechts, lang. Taktisch insane. Und Kuppe, 220. Rechts über Kuppe. In leicht rechts, langsam, 60. Verdeckt, 4 links, macht auf. 120. Achtung, 6 links über Kuppe. Und sofort, 3 rechts, macht auf und 4 rechts. 50, 6 links, macht auf über Kuppe, 90. 5 links kurz, 40. Wieder eine wilde Achtung, Stage. Rechts über Sprung, in 6 links, 40. 6 rechts, 160. Kuppe. Und 3 rechts, halb lang. Und Kuppe, in leicht links, 70. Oh, oh. Nicht versinken in der Wand. Überkreuzung, 70. Leicht links, langsam, 60. Kleine Kuppe und 3 links. Wilder Cut. Innen und Welle, 70. 2 rechts kurz, in 3 links sehr nah am See. 40. Achtung, lang Kuppe. In frühe 3 links, 2 Kreuzung. Und späte 3 rechts, 40. Links über Kuppe, 70. Kleiner Sprung, 100. Aber ist das nicht eine geile Stage? Kleine Kuppe, 240, über Welle. Oh, sie ist immer noch geil. Schikane rechts Eingang. 270. Bremspunkt sehr Obacht. Weil das Auto ist noch sehr stark am Hüpfen, wenn man eigentlich bremsen will. Und dadurch verzögert es sich nochmal ein bisschen. Es kann sehr unangenehm enden. Schikane rechts Eingang. Und 5 links, extra lang, über Wellen. 50. Leicht rechts, 300. Langsam, links über Wellen, 80. Schikane rechts Eingang, 50. Leicht rechts, 40. Achtung, Kuppe. Sofort 5 rechts, in Abzweigung 1 links, umwallen in 2 rechts kurz, 180. Auch eine wilde Stelle. Von der anderen Richtung ist sie ein bisschen geiler zu fahren. Macht auf, 5, halb lang macht zu. Denn wie gesagt, ich habe beide Rallye-Länder schon im Stream vorgestellt. Mit allen Stages. Und 5 links, halb lang macht zu. Und allen Autos. Verdeckt, 3 rechts, lang. Und Kuppe, 90. Kleiner Sprung. Ein bisschen 300. Vorne rechts. Eingehakt in der Kuhle. 5 links, lang. Mach zu, über Kuppe. 50. Späte 4 rechts, über Kreuzung, 90.
Leicht links, über Kreuzung. Oh, oh. Da hätte ich gelauncht werden können. Rechts halten und 5 links. Mach zu in 6 rechts und 3 links kurz. 120. Kleine Gruppe. Und 1 rechts. Verdeckt. Es 30. ist ein wilder Ride. Es ist so verrückt. Gruppe in 4 links. Macht auf 70. Lettland ist wirklich ein Kandidat für das spaßigste Rallye-Land. Nicht abwechslungsreich, aber wie du da das Auto reinfeuern kannst in die Kurven. Plus dieser Motorsound vom Ford. Das ist schon. Ist schon Wemser. Zwei rechts, halb lang, bei Kreuzung, 150. Fünf rechts, halb lang. Da haben wir's. Ohne 30 Sekunden. Zeitstrafe. Okay, das ist eine Zeit von 7 Minuten, 9,4. Selbst nach dem Update kann ich nicht in die Außenperspektive, in der Runoff-Zone. Es ist so frech vom Spiel. Nun, jetzt hätte ich fast schon gesagt, die zwei längsten Stages, die haben wir. Zweimal jetzt 7 Minuten. Das ist doch eine entspannte Folgenlänge, oder? Ich würde sagen, das ist eine entspannte Folgenlänge. Von daher, Leute, 28 Sekunden hinter P1, Platz 36. Wie kann man... Ach, ich verstehe es nicht. Aber es ist gut, wenn wir die Leute damit zufrieden sind mit ABS, müssen die wissen. Okay, das ist auch noch härter. Aber hey, Schaltung kann ich wenigstens. Na, nee, ich bin einfach zu geekig. Ich bin leider, glaube ich, zu sehr drin im Rallye-Game. Ich kann das nur verabscheuen. Aber hey, wer es will, der kann. Warum nicht dann, ne? Nehmen wir. Perfekt. Heiter weiter. Geht es raus hier. Und dann würde ich mal sagen. Bye, have a great time.